Exakt, also bei uns ist es natürlich auch ein bisschen was anderes. Ich kann mir das wahrscheinlich auch leisten, ein bisschen ehrlicher manchmal zu sein als ihr. weil die uns fragen, die haben natürlich, die kommen halt oft auch und sagen, du schreibst irgendwo, dass du nicht mit Arschlöchern zusammenarbeitest. Wir haben uns überlegt, vielleicht sind wir keine Arschlöcher so. Das ist jetzt mal so total plakativ, ne? Aber es führt eben auch dann tatsächlich dazu, dass viele gar nicht uns erst fragen. Ist einfach so. Und das kann ich kann es mir leisten, tatsächlich. Ich bin aber auch nicht. Ehrlich gesagt, wir arbeiten auch nicht mit Arschlöchern zusammen. Ich finde, das funktioniert auf Dauer nicht, mit Arschlöchern nein, zu arbeiten. Das echt funktioniert nicht. Nicht. Das funktioniert nicht. Also, nee. Also ihr so, arbeitet, ihr habt nur Kunden, die keine Arschlöcher sind? Ja. Durch die Bank. Also generell glaube ich, dass man die richtigen Leute mit den richtigen Gegenüber zusammenbringen muss. Vielleicht gibt es Menschen, die jemanden als Arschloch empfinden und der nächste sagt, stimme ich überhaupt nicht. Sonst hätte Anthony ja gar keine Kunden. Nein, ich finde einfach so, du musst die richtige Chemie zusammenbringen. Und ich glaube auch daran, dass, hast du total recht. Dass in einer schlechten Beziehung keine gute Arbeit Exakt. Entsteht. Am Ende ist es dann eben auch ein total, das was du gesagt hast, ist es ein Vertrauen. Ne? Also sonst braucht man gar nicht erst anfangen und Meetings machen. Wenn man sich gegenseitig nicht vertraut, dann, oder vor allem auch die Kunden uns nicht vertrauen, dann wird es eh nichts. Und dann fängt man selber an, als Agentur wieder rückwärts aus dem Raum zu gehen, zu sagen, okay, dann machen wir das so, wie ihr das haben wollt. Und dann ist es leider scheiße, meist. Und dann schämt man sich nachher dafür ganz schlimm. Exactly. Stichwort Vertrauen.